Da kommt Iron Man. Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Wir testen heute einen Rasenmäher, ein Akkurasenmäher von der Firma Solo bzw. Alco. Also Alco ist der Hersteller, Solo ist der Markenname. Einen großen Akkurasenmäher für größere Rasenflechten. Ich freue mich mal wieder, ein Produkt testen zu dürfen. Ja, alles gut. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich so ein Gerät mal auf meiner Rasenfläche hier bewähren wird. Also es ist kein Walzenmäher, es ist kein Spindelmäher. Es ist ein ganz normaler Sichelmäher mit Akkuantrieb, mit einer großen Schnittbreite, 51 cm Schnittbreite. Also schon ein relativ großes Gerät. Und ich freue mich, wenn ihr dran bleibt und wenn ihr zuschaut, was ich zu diesem Gerät am Ende sagen werde. Ja, viel Spaß mit dem Video. Packen wir das Gerät mal aus. Hier ist also der Fangkorb. Hier sind ein paar Kunststoffteile. Das ist hier ein Seitenauswurfschild oder eine Führung. Ups, aua. Und das ist ein Mulchkit. Also er kann Seiten auswerfen, er kann auffangen, er kann mulchen. Das ist schon mal richtig cool. Kunststoff natürlich, Kunststofffangkorb. Ja, da bin ich mal gespannt. Okay, so hier ist jetzt der Bügel. Der ist mit Kabeln schon mit dem Mäher verbunden. Eieieiei. Ist hier ein bisschen rumgeschlungen. So ist besser. Und der wird jetzt hier in die Löcher gleich reingesteckt. Okay. Cool. Wow. Wie schwer ist er? Oh, geht. Da hat auch keine Akkus drin. Engineered in Germany, made in Austria. Also entwickelt in Deutschland, gefertigt in Österreich. Das finde ich gut. Kein China-Produkt. Und deswegen dachte ich, komm, mach mal. Teste mal. Air Max Flow Technology. Wow. Am einfachsten ist es immer, den Karton auf einer Seite aufzuschneiden. Also genauso in der Ecke. Und dann zerschnitten werden. Tschack. Und dann kann man. Wow. Oh, nee, das ist noch nicht gut. Dann kann man das Gerät hier. Ah, da war eine Pappe unter. Hier rausholen. Cool. So, da ist er. Der Solo Rasenmäher. Von Alco entwickelt, unter dem Namen Solo verkauft, mit 51 cm Schnittbreite. Hier vorne, das scheint so ein Aludruckus-Teil zu sein, so als Rammschutz, um schicken Griff. Hier ein fetter Griff, um die Höhe einzustellen, der ist ganz unten. Hier kommen die beiden Akkus rein. Sogar ein USB-Port, sehr cool. Okay, 01, Sicherheitsschalter. Hier kann man halt die Höhe verstellen, riesiger Hebel zum Höhenverstellen. Wow, richtig hoch. Und ganz unten, dann kann ich gleich da unten lassen. So, hier ist so ein Sicherheits- und hier ist die Klappe. Für den Seitenauswurf, wo man dann eben dieses Seitenauswurfschild reinmachen kann. Und hier ist dann der Heckauswurf. Gut, alles in Kunststoff. Das ist eben die Frage, wie lange dieser Kunststoff wirklich hält. Ne? Weiter geht er nicht zu. Okay, tatsächlich, ja. Gut, das heißt, er kann also auch hinten rausschmeißen. Das sind zwei 36 Volt, 5 Ampere Stunden, 180 Watt Akkus.
Zack, der bleibt auch nicht offen, der fällt auch immer zu. Okay. Klack. Andersrum. Klack. Beide sind voll, sehr schön. Ein, aus, ein. Okay, gucken wir vielleicht mal unter, wo wir losfahren. Gut, das Messer ist jetzt nicht Messer super scharf. Müsste aber noch mal nachgeschliffen werden auf den letzten Millimeter Kunststoff. Hier hinten Kunststoff, hier ist der Motor. Metallgehäuse lackiert. Normales Messer. Fangkorb rein, muss man wieder umgreifen. Start. Hui. Schick. Aha. Guck mal. So sieht das dann aus. Aus. An. Er hat sogar eine WLAN-Verbindung. Da muss ich nochmal nachlesen, warum. Hier kann man die Geschwindigkeit verstellen. Sehr schick. Öko-Modus. Da, grün Öko. So. Schalter drücken. Ich würde mal sagen, normales Mähgeräusch. Nicht leise. Was denn? Er hat sein Marvel-Zeichen vorne drauf. Marvel? Was für ein Marvel-Zeichen? Nein, ist kein Marvel-Zeichen. Ah, hier, der hier. Er hat sein oh, wie heißt der bei Iron Man? Iron Man, das ist Iron Man, richtig. Jungs, Iron Man, das ist cool. Jetzt Öko. Nicht leise. Zu langsam. Ach, schön. Sehr schön. Also jetzt hier auf der Rasenfläche, super. Dass du diese beiden Metallstangen in der Hand halten musst, finde ich gruselig. Das ist doch normal. Oh. Nee. Das sind so nicht gut. Nee. Also ich habe meinen Ring noch, du hast deinen Ring ja auch noch um. Also das hat mich schon gestört. Also keine grobe Männerhand. Du findest die Griffe nicht so schön? Den Griff finde ich super. Der fühlt sich richtig gut an. Aber du hast ja immer diese Metalldinger. Und hier hast du auch noch beide Metalldinger in der Hand. Ja, du kannst ja aber hier mit dem Daumen festhalten, ne? Kann ich auch Motorrad fahren und einen Finger auf der Bremse lassen? Ja, aber was willst du denn machen? Du brauchst halt hier die... Ja, aber normalerweise wäre es ja schön, die würden so sich so ranlegen, glatt. Also rein, so bündig, so rein, ne? so eine Rinne rein, ja. Okay.
Schön. Also ich finde, er ist echt super gut zu handeln. Also er ist wirklich nicht besonders schwer. Das finde ich super. Ja, die sind schon relativ dick hier, diese Bügel. Da gebe ich dir recht. Aber okay. So. Ich finde, er sieht cool aus. Das ist ganz wichtig. Gut. Schnittbild ist in Ordnung. Gucken wir mal in den Fangkorb rein. Ja, überall haben wir die weißen Poanua-Früchte, Samen, alles voll. Das Gewebe ist nicht schlecht, ist nicht ganz dicht, aber ist okay. Ja, Schnitt ist gut. Perfekt. Cool. So, wir machen jetzt mal eine Geräuschmessung. Komm mal hier ans Fahrerohr. Am Fahrerohr. 80. Und jetzt gehen wir mal runter. 77 dB. Mit der Apple Watch gemessen. Nee, das passt aber zu empfinden. Das ist jetzt auch kein wahnsinnig leiser Mäher, aber das ist okay. Auch sehr angenehm, kein Pfeifen, kein Jaulen, zumindest bei dem Meer jetzt nicht. Also, alles gut. Ja, lieber Ranfix, Fazit zum Solo bei Alco, Made in Europe, hergestellten Rasenmäher, also ein Sichelmäher mit zwei Akkus. Ich blende euch nochmal diesen Namen ein, ich kann ihn nicht merken. 51 cm Schnittbreite, Blechgehäuse. Lackiert, teilweise wirklich schöne Druckgussbauteile angebaut, Kunststoffräder, also auf Deutsch gesagt Plastikräder, gut. Ja, Kunststofffangkorb, Bedienung ist gut. Meine Frau mochte jetzt diese Bügel nicht ganz so gerne, also ich, ja, die drücken ein bisschen in die Hand. Das ist aber bei anderen Meeren jetzt auch nicht wirklich anders. Die Bedienung, das Bediencockpit finde ich super. Der Rasenmäher ist sogar smart, also kein Smarty, sondern den kann man verbinden mit einer App. Er hat also ein WLAN und das zeigt er auch hier an, indem er ab und zu mal blau wird. Ich hoffe, er wird gleich mal blau. Er hat jetzt drei Farben, dann wird er blau. Jetzt ist er der wahre Iron Man, habt ihr gesehen. Also er wird grün, ist er super, also Akkus sind voll. Rot, Akkus sind leer. Und blau heißt, er ist verbunden mit der Alco-App. Und ich habe tatsächlich es geschafft, diese App zu installieren und zu verbinden. Das war tatsächlich nicht ganz einfach. Und so sieht die aus. Zeigen wir mal rein. So sieht die aus. Dann kann man so kippen. Ist jetzt umgeschaltet. Ja, super, hat funktioniert. Und da sieht man den Akkuzustand, wie lange man noch mähen kann, wie lange man schon gemäht hat. Wie viele Quadratmeter man schon gemäht hat. Das stimmt jetzt nicht, weil ich habe das echt lange ausprobieren müssen. Und hier kannst du die Geschwindigkeit verstellen, wenn man das so möchte. Natürlich geht es auch am Gerät. Und hier sieht man, dass er über WLAN jetzt verbunden ist. Es ist ganz cool. Man kann hier auch so ein paar Einstellungen vornehmen, eine Garantieverlängerung. Oder man kann sich jetzt hier irgendwelche Ersatzteile, irgendwann die Ersatzteile, Betriebsanleitung, Ersatzteile, genau, Ersatzmesser kann man hier gleich online bestellen. Also das ist ganz schön smart. Cool. Als ganz besonderes Feature
kann man tatsächlich hier vorne auf so einen Knopf drauf drücken. Also hier ist ein Knopf. Das ist der sogenannte Smart Button. Dann blinkt es. Und man kann tatsächlich mit diesem Smart Button über, das muss ich jetzt nachlesen, das IFTTT-Service-System von Alco, kann man also andere Geräte und Dienste verknüpfen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt mähen will und die Bewässerung läuft gerade, kann ich hier mit dem Knopf Bewässerung ausschalten. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber diese Möglichkeit besteht. Drei Aktionen kann man da drauflegen und boah, cool, ja, ein bisschen mal ausprobieren. Nicht schlecht. So, weiter geht's. Was noch richtig cool ist, das habe ich euch nämlich vergessen zu zeigen, wenn man den Fangkorb rausnimmt und diese beiden Bügel umlegt. Meine Frau kontrolliert noch mal das Bild. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass das Kabel hier nicht einklemmt. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz optimal verlegt irgendwie. Das muss nämlich doch dann hier seitlich rübergehen. Dann kann man diesen Bügel hier so nach vorne umlegen. Und dann, und das ist richtig cool, kann man wahrscheinlich jetzt auch wieder arretieren hier. Nee, in der Stellung tatsächlich nicht. Okay, aber man kann Folgendes machen. Man kann das Ding hochstellen. Das ist doch cool. Das finde ich richtig cool. Also dann kann man hier einmal natürlich wunderbar sauber machen. Also erstmal natürlich, bevor man das macht, Sicherheitsschalter. Kann man hier anfassen, kann man sauber machen, kann man das Messer wechseln. Das finde ich gut. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie solide jetzt diese Technik ist, wie lange die funktioniert, wie gut die Akkus halten. Da habe ich jetzt tatsächlich mit Solo und mit Alco jetzt nicht die Erfahrungen. Ja, ich werde das Gerät natürlich jetzt mal eine Zeit lang benutzen und dann werden wir sehen, ob da noch irgendwas Komisches auftritt oder nicht. Aber der erste Eindruck ist cool. Wir haben die Akustik gerade nochmal mit meinem Stieger Akkumäher verglichen. Der ist doch tatsächlich lauter. Das hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht. Aber das ist immer so eine ganz persönliche Geschmackssache. Dem einen ist sowas zu laut oder zu fiepsig oder was auch immer. Ja, das muss man tatsächlich einmal ausprobieren. Muss man im Geschäft einfach mal so ein Gerät laufen lassen und das dann selber beurteilen. Sonst grundsolide, würde ich sagen. Yeah. Okay. Ja, das war's jetzt. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Schön.